Forza Motorsport 7. Leidet ihr unter akuten Bleifüßen? Seid ihr nicht fast, sondern auch furious? Da hat Microsoft Studios für euch das perfekte Gegenmittel. Forza geht in die nächste Runde mit Forza Motorsport 7. Mit über 700 verschiedenen Fahrzeugen könnt ihr über 32 verschiedene Strecken heizen. Darunter einige aus den Vorgängerspielen bekannte Strecken wie Maple Valley Raceway oder Mugello Circuit. Übernommen wurde das in den Forza Horizon Spielen eingeführte dynamische Wettersystem. Zudem könnt ihr nun auch euren Fahrer individuell bearbeiten. Startschuss ist der 2. Oktober auf dem PC und der Xbox One. Sie beschwören den Tod. Den Tod für uns alle. Mittelerde, Schatten des Krieges. Nach dem massiven Erfolg von Mittelerde Mordors Schatten aus dem Jahre 2014 erscheint im Oktober nun das heiß erwartete Sequel Mittelerde Schatten des Krieges. Das Game spielt wie seine Vorgänger zwischen den Ereignissen von Der Hobbit und Der Herr der Ringe und führt die Geschichte rund um den Waldläufer Talion und den Elbenfürsten Celebrimbor fort. Das aus dem ersten Teil bekannte Nemesis-System wurde übernommen und ausgeweitet, um dem Spieler ein noch einzigartigeres Spielerlebnis zu bieten. Neu eingeführt wird der Multiplayer-Modus, in dem man Festungen anderer Spieler infiltrieren und einnehmen muss. Mittelerde Schatten des Krieges erscheint am 10. Oktober für PlayStation 4, Xbox One und den PC. Dungeons 3. Es ist Zeit, my Lord. Schmirgelt schon mal eure Folterräder zurecht. Lasst die Zombies ihr letztes bisschen Resthirn einsammeln und sagt den Tsukubi, sie sollen sich in ihre schönsten Mieder zwängen. Denn es wird mal wieder Zeit, euch der Oberwelt zu bemächtigen. Doch vorher müsst ihr noch ein paar logistische Dinge klären. In Dungeons 3 übernehmt ihr nämlich wieder die Baugewalt über euren eigenen mit Fallen und Monstern gespickten Folterkeller und Dungeon. Zudem wird euch mit der Dunkelelfenpriesterin Talia auch noch eine fähige Generälin zur Seite gestellt, sodass es an der Spitze der neuen Weltordnung nicht ganz so einsam ist. Dungeons 3 ist ab dem 13. Oktober für PC, PS4 und Xbox One erhältlich. Within 2. Shinji Mikamis Horror-Franchise The Evil Within geht in die zweite Runde. Erneut übernimmt der Spieler die Rolle von Sebastian Castellanos, der nach den Ereignissen des ersten Spiels seine Polizeikarriere an den Nagel hängt und als gebrochener Mann auf der Suche nach Hinweisen zu der ominösen Mobius Corporation zurück in die Alkoholsucht fällt. Als er jedoch erfährt, dass seine totgeglaubte Tochter Lily noch lebt und von Mobius als Testsubjekt eingesetzt wird, muss er sich erneut auf einen verstörenden Höllentrip voller Monster wagen, um Lily zu retten und die Verschwörung rund um Mobius aufzudecken. There she is, your precious daughter. Isn't this what you wanted? Elex.
Im neuesten Open-World-RPG von THQ Nordic, Alex, wurde die Welt von einem riesigen Meteoriten heimgesucht. Ein Großteil der Bevölkerung ist dabei draufgegangen, aber gleichzeitig brachte der Einschlag auch neue Möglichkeiten mit sich. Denn mit dem Kometen kam Alex, eine Substanz, die die Pforten zu Technologie und Magie öffnen kann und um die nun ein erbitterter Kampf entbricht. Völlig egal, ob ihr mit Alex euch oder eure Waffen pushen wollt, ob ihr mit Plasma Rifle oder Armbrust in die Schlacht zieht, Alex verspricht euch schier unbegrenzte Entscheidungsfreiheit und Unterhaltung für Wochen. Crime is out of control in our town. Coon and friends are this city's only hope. All right. South Park, die rektakuläre Zerreißprobe. Elfen und Krieger waren gestern. Der Stab der Wahrheit wird vergraben, denn die Truppe um Cartman, Kenny und Co. müssen sich einer neuen Herausforderung stellen. In South Park, die rektakuläre Zerreißprobe, schlüpft ihr wieder einmal in die Haut des Neuen, in dem friedlichen Bergstädtchen. Zusammen mit dem Superhelden Kuhn und seinen Freunden müsst ihr ein kapitalträchtiges Superheldenuniversum aufbauen und euch dabei dem hinterlistigen Professor Chaos und seinen Lakaien stellen. Baut euch euren eigenen Superhelden, zieht mit Figuren aus South Park in den Kampf, entdeckt viele neue Seiten und Ecken in diesem eigentlich so friedlichen Städtchen. Super Craig. WWE 2K18. Der Herbst bringt nicht nur neue jährliche Sportspiele mit sich, sondern auch jährlich neue Ringkloppe aus dem Universum der WWE. Das Spiel kommt dank neuer Engine mit aufgehübschter Grafik und tausenden neuen Animationen, einigen weiteren Gameplay-Neuerungen wie den neuen 8-Man-Matches, einem neuen Grifftragesystem, einem rund erneuerten und erweiterten Backstage-Bereich und ganz nebenbei dem größten Roster aller Zeiten in den Handel. Fans werden ohnehin zuschlagen. Habe ich recht? Gran Turismo Sport. Zugegeben, der Herbst hat wirklich alles, was das Rennspielherz erfreut. Letzten Monat Project Cars 2 für alle, diesen Monat bekommen Xbox-Besitzer ihr Forza Motorsport und für PlayStation-Besitzer? Für die kommt diesen Monat Gran Turismo Sport mit richtig ordentlich PS unter der Haube. Und die könnt ihr euch sogar aufsetzen, denn GT Sport kommt mit PlayStation VR-Support daher. Mit brandneuer Physik-Engine, einem stetig wachsenden Fuhrpark und jeder Menge Individualisierungsmöglichkeiten der fahrbaren Untersätze sowie einem Fotomodus für tempogeladene Schnappschüsse. We're under attack! Mother's in danger! Fire Emblem Warriors. Ihr liebt Fire Emblem und wünscht euch ein Echtzeitgemetzel mit euren Serienlieblingen? Dann wird es Zeit für Fire Emblem Warriors. Kämpft als Marth, Crom, Corrin oder einem der anderen bekannten Charaktere gegen unzählige Monster, entfesselt mächtige Kombos und erlebt eine brandneue und spannende Story. Jeder Kämpfer besitzt dabei eigene Spezialfähigkeiten oder Waffen, um dem Ganzen eine strategische Komponente zu geben. Worauf wartet ihr also noch? Das Schlachtfeld erwartet euch. Doch Achtung, dieses Spiel ist exklusiv für die Switch und den New 3DS. Alright, let's move out. Working together, we can finish this. Just Dance 2018.
Dirty Dancers, aufgepasst, Just Dance 2018 ist der 9. Titel des beliebten Dance Party Franchises und wartet mit stolzen 40 vorgegebenen Choreografien auf, die ihr in gewohnter Manier zu bekannten Songs nachtanzen müsst. Zur Auswahl stehen dabei sowohl aktuelle Chartstürmer wie Ed Sheeran und Bruno Mars, aber auch Klassiker wie Queen und Boney M. Weitere Songs lassen sich natürlich separat über den Just Dance Unlimited Service erwerben. Neu hinzu kommt der sogenannte Kids Mode, in dem man 8 Songs mit einfacheren Choreografien für Kinder findet. Just Dance 2018 erscheint am 26. Oktober für Switch, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Wii und Wii U. Assassin's Creed Origins. Große Versprechung macht Ubisoft mit dem aktuellsten Ableger der Assassin's Creed-Reihe. Als Bayek sollt ihr als Spieler nämlich in Assassin's Creed Origins den Grundstein für den Assassinenorden legen. 2 Jahre hat Ubisoft uns nun darauf warten lassen, um sich Zeit zu nehmen, ein rundum rundes Spiel zu entwickeln. Assassin's Creed Origins soll mit neuen Kampfmechaniken aufwarten, in denen Fern- und Nahkampf nahtlos ineinander übergehen. Jede Mission soll eine emotionale Geschichte erzählen und es ist dem Spieler völlig freigestellt, in welcher Reihenfolge er diese angeht. Ob Ubisoft diese Versprechen halten kann, erfahrt ihr ab dem 27. Oktober. You want it darker. Assassin's Creed Origins. Available October 27th. Super Mario Odyssey. Lange mussten die Fans darauf warten, doch endlich ist es soweit und Mario kehrt zurück auf die Heimkonsole. In Super Mario Odyssey bekommt ihr ein neues, gigantisches Abenteuer, in dem Mario auf der ganzen Welt Orte bereist. Mit seinem neuen Freund Cappy, der seine Mütze übernommen hat, bereist er Wüsten, Großstädte, Wälder, Strände und noch weitere riesige frei erkundbare Orte. Auch könnt ihr dank Cappy nun auch Gegner übernehmen und so neue Möglichkeiten ausschöpfen. Spielt auf eure eigene Weise und an jedem Ort, dank Super Mario Odyssey für die Switch. Wir müssen es schaffen, Grace. Den Amerikanern den Kampfgeist zurückgeben. Eine Revolution entfachen. Wolfenstein 2 – The New Colossus. Groß rührte Bethesda die Werbetrommel für ihren neuesten Ego-Shooter aus dem Wolfenstein-Franchise. Zu nennen sei hier nur kurz der Werbeklick mit dem Regimesoldaten im amerikanischen Diner. Und genau das ist nämlich passiert. Deutschland, oder besser das Regime, hat Amerika eingenommen und es ist eure Aufgabe als Terror-Billy, euch in diesem unterdrückten Land der Rebellion anzuschließen und die Crowds aus ihren Lederstiefeln zu ballern, sodass sich deren Überreste in einem Apothekentütchen nach Hause tragen lassen. Mit einem großen Waffenarsenal und einer übertriebenen Story ballert ihr euch also ab dem 27. Oktober durch das posteingenommene Amerika. Möchte, dass ihr euch uns anschließt.